zurzeit in marginaler Art und Weise. Wenn wir uns da ansehen, quasi die Erfolge der Russen im letzten Jahr, so sind das also quasi geringe Prozentpunkte. Wir haben also immer noch die Situation, dass auch von russischer Seite circa 18 bis 19% des Landes quasi besetzt sind. Das hat sich nicht wesentlich verändert. Man darf aber nicht vergessen, dass die Ukraine ja versucht hat, vorzustoßen, Gelände in Besitz genommen hat, dieses Gelände wieder von den Russen zurückerobert worden ist und jetzt die Russen beginnen quasi ganz langsam wieder vorzumarschieren, unter halt schweren Verlusten. Wir sehen faktisch, dass die Munition langsam sich immer mehr quasi zu Ungunsten der Ukraine verschiebt im Verhältnis. Wir sehen auch, dass zum Beispiel die Waffe, die momentan am meisten eingesetzt ist, diese First-Person-View-Drones, dass also hier quasi ein Verhältnis 1 zu 6, 1 zu 7 gegenüber der Ukraine bereits von russischer Seite durchgeführt wird. Warum? Weil die russische Seite durch den militärisch-industriellen Komplex eine massive Fertigung bekommen hat. Und das bedeutet natürlich, dass wenn es sicher nicht signifikant weiter Unterstützung für die Ukraine vorhanden ist, dass die Ukraine immer mehr in die Defensive gerät und natürlich quasi gezwungen ist, quasi zumindest zu versuchen, die Linie, die sie jetzt halt hält, zu halten, weil sie in die Offensive nicht gehen kann. Wenn man sieht, dass die Russen in dieser zweiten strategischen Luftkampagne versuchen, ganz massiv auch die Zivilbevölkerung zu treffen. Es kann natürlich sein, dass es zu Fehltreffern kommt, aufgrund zum Beispiel dem Abschuss einer Rakete, die dann in einem Wohngebiet herunterkommt. Oder es kann natürlich auch sein, dass Luftabwehrraketen in Wohngebieten herunterkommen. Aber wenn man sich die Treffer ansieht, also die massiven Einschläge in zivilen Gebieten, dann muss man schon auch klar sagen, dass offensichtlich hier ganz gezielt auch auf die Zivilbevölkerung abgezielt wird von russischer Seite. Warum ist das der Fall? Man versucht hier wirklich Terror auszuüben und man versucht quasi hier die Bevölkerung in die Knie zu zwingen. Mit dem Kalkül vor allem, dass eine unzufriedene Bevölkerung aufgrund dieser Luftangriffe dann in Opposition geht zur derzeitigen ukrainischen Regierung und das natürlich dann eine große Herausforderung ist für die ukrainische Regierung unter der Leitung von Präsident Zelensky. Man darf also hier nicht vergessen, dass die russische Seite in den letzten Monaten es geschafft hat, sich in vielen Bereichen tatsächlich nachhaltig anzupassen, beziehungsweise sogar eine gewisse Dominanz auszuüben. Wir sehen das ja auf verschiedenen Ebenen, zum Beispiel also im Bereich der Munition, wo im Sommer zum Teil es die Ukraine geschafft hat, lokal, Stichwort Gegenoffensive, mehr Artillerie zu schießen als die russische Seite. Das hat sich jetzt wieder geändert. Das Verhältnis ist jetzt wieder ca. 2000 Granaten von ukrainischer Seite zu 10.000 auf russischer Seite pro Tag im Wesentlichen. Ja, da sieht man diesen klaren Munitionsmangel. Das Gleiche natürlich auch bei weitreichenden Systemen. Drum ja auch die Forderung der Ukraine nach entsprechenden weitreichenden Systemen, wie zum Beispiel den Taurus oder diese ATACMS, diese Army Tactical Missiles, um also quasi hier effektiv etwas quasi den russischen Angriff entgegenzusetzen. Das Dilemma ist einfach, die Ukraine hat kaum Systeme verfügbar und die sie verfügbar hat, da ist das Herausfordernde, dass zum Teil die Russen es geschafft haben, diese in einer sehr hohen Zahl auch wieder abzuschießen oder zu stören. Man kann davon ausgehen, dass ca. 50% der Präzisionsmunition, die von ukrainischer Seite eingesetzt werden, also vor allem Luftbodensysteme von den Russen entweder gejammt und damit vom Kurs ab, also quasi weggebracht werden oder auch abgeschossen werden. Und man sieht, dass die Ukraine, wenn sie quasi einen spektakulären Erfolg durchführen möchte, vorausschauend quasi in einer Vorbereitungsphase ganz gezielt russische Radarsysteme zum Beispiel ausschalten muss, damit dann die eigenen eingesetzten Systeme, zum Beispiel Storm Shadow oder Scalp, tatsächlich durchstoßen können und ein Ziel treffen können. Es gibt hier Bilder, es gibt hier Aufnahmen, die die Zerstörung dieses 1K148 Astrebs-Systems zeigen durch zwei gezielte HIMARS-Treffer. Man kann davon ausgehen, dass dieses System tatsächlich ein reales System war und also kein Täuschsystem. Dieses System ist deswegen wichtig, weil es im Prinzip zur Früherkennung dient. Das heißt, einfliegende Geschosse können von russischer Seite früh erkannt werden und Russland ist dann entsprechend in der Lage, mit entsprechendem Zeitgewinn Gegenmaßnahmen einzuleiten. Und die Zerstörung dieser Systeme macht es den Ukrainern möglich, eine Art Korridor zu schaffen und dann einen Angriff durchzuführen. Das Dilemma ist, dass die gesamte russische Front sehr gesättigt ist mit derartigen Systemen unterschiedlicher Bauart. Und das macht es so schwierig für die Ukraine, tatsächlich hier diese Korridore zu schaffen. Die Zerstörung eines einzelnen Systems ist nicht ausreichend, um hier tatsächlich nachhaltig wirken zu können. Aber es ist natürlich wieder ein großer Prestigeerfolg für die Ukraine, weil es ja gelungen ist, ein sehr modernes System, das sehr teuer ist, entsprechend zu zerstören. Das bedeutet natürlich, dass zwar einerseits der Boden langsam wirklich gefriert, also diese Schlammperiode vorbei ist,
aber natürlich extreme Bedingungen natürlich für die Soldaten. Das heißt, bei diesen Witterungsbedingungen ist es kaum möglich, tatsächlich im Freien sich über längere Zeit aufzuhalten, anzugreifen, verwundet zu sein oder ähnliches. Und trotz der im Prinzip Kämpfe, die wir sehen, ist es so, dass das jetzt damals auch eine Zeit mit sich bringt, wo beide Seiten sich konsolidieren müssen im Sinne von, wie gehen wir jetzt mit dem neuen Wetter um? Es kann auch durchaus sein, dass möglicherweise das dazu führt, dass der Brückenkopf in Grinke aufgegeben werden muss, weil es einfach von den Rahmenbedingungen nicht möglich ist. Zum Schutz der Soldaten, das hat ja auch General Saluschny in Aussicht gestellt, dass Entscheidungen getroffen werden, vor allem zum Schutz der Soldaten, das wäre so eine Möglichkeit. Und wenn dann der Winter quasi soweit im Land ist, dann kann man also wieder warten, dass die nächsten Schritte gesetzt werden. Die Russen versuchen das Momentum aufrechtzuerhalten, indem sie quasi auf der strategischen Ebene beginnen, massiv Luftangriffe durchzuführen, wo wir ja gerade jetzt, wo wir sprechen, quasi eine neue Welle sehen, die quasi die Ukraine gerade trifft.